Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Krokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Satatio Mortis haben einen neuen Song rausgebracht, Finsterwacht, featuring Blind Guardian. Und da sind natürlich meine Ohren direkt mal so bumm, oben gewesen. Denn Satatio Mortis mit Blind Guardian, ich meine, Blind Guardian ist so die erste Metal-Band, die ich bewusst gehört habe, auf dem ersten Konzert war, sämtliche Alben habe. Und ich liebe diese Band einfach und Satatio Mortis finde ich seit einigen Jahren auch sehr, sehr geil. Und da bin ich natürlich sehr gespannt auf den neuesten Song. Das Ganze geht 11 Minuten 20, also ein richtig krasser, langer Song. Die haben das Ganze ja auch mit vielen Clips und Trailern ja angekündigt und ich bin wahnsinnig gespannt. Übrigens, Satatio Mortis sind ab 1. Juni auf der großen Bogentour 2024. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch sämtliche Daten in der Videobeschreibung. Und am 31. Mai erscheint das neue Album Finsterwacht von Satatio Mortis. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich will das Video gar nicht so extrem in die Länge ziehen, deswegen gehen wir direkt rein ins Video. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, wenn ihr tolle Songvorschläge habt, gerne jetzt in die Kommentare. Am besten noch ein Like und ein Abo dalassen. Hilft dem Video zu wachsen und am besten in voller Länge sehen. Und jetzt rein in Finsterwacht von Satatio Mortis featuring Blind Fucking Guardian. Let's go. So Leute, ich bin wahnsinnig gespannt. Wir legen direkt los. Ah, geil. Geil, 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 geil. Dass die beiden mal zusammenarbeiten, Satatio Mortis featuring Blind Guardian. Von dem Trailer her hat man auch schon gesehen, dass es wieder so eine hochwertige Produktion ist, mit Kostüm und sowas. Das sah schon alles sehr, sehr geil aus. Epischer Aufbau. Ja, gut, dass ich nicht so schreie, oder? Gänsehaut. Krass, Sache. Die Dunkelheit lastet schwer auf dem Land. Die drohenden Gipfel der Berge ragen unheilverkündend in den Himmel. Nach all den Jahren ist es wieder da. Dieses unheimliche Flüstern in der Nacht. Was verbirgt sich dort in den finsteren Wäldern? Na, alle, der Sturm zieht auf. Es wird kalt am Finsterkamm. Doch es gibt Hoffnung. Denn inmitten all dieser Düsternis stehen die Hüter der Wache hoch oben auf den Türmen. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Bereit, unsere Familien und unser Land mit ihrem Leben zu verteidigen. Wenn sie ihre Feuer entzünden, dann gnade uns die Göttin. Es sind die Feuer der Angst, die dort geil gemacht. Der Heldenmut der Wache heller leuchten als das Licht der Flammen. Denn sie sind unsere letzte Bastion vor dem, was dort im Schatten auf uns lauert. Und unsere einzige Hoffnung dort auf der Finsterwacht. Geile Antwort. Hey, guckt euch mal, gucken wir uns mal kurz die Kostüme an, wie gut die alle aussehen. Ah, oh, herrlich. Richtig, richtig scharf. Geil. Nehmt auf sie, Freunde, singt noch ein letztes Lied. Schild an Schild, gemeinsam in die Welt. Auf der Finsterwacht.
Pfeffer. Ah, Hansi singt Deutsch, er kriegt jetzt so viel. Gänsehaut, ey. Die Blicke scharf wie Stahl. Dieses Dämm-Dämm-Tipp, ich finde das ja geil. Verein von Todesmut beseelt, stehen wir hier ein letztes Mal. Seid wach, Freunde, die Schatten sind erwacht. Schild an Schild. Geiles Bild. Geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht. Die alle für alle opfern hier. Geil. Alter. Geil, geil. Und Hansi im Hintergrund. Alter. Alter, eine Gänsehaut, die jagt die nächste.
Wahnsinn. Das lassen wir jetzt noch durchlaufen, ne, weil also die Produktion, also das war schon ziemlich, ziemlich fett. Also, uiuiuiui. Da wollen wir das natürlich schön durchlaufen lassen, damit auch alle gesehen werden. Armee-Orks. Wahnsinn. Tag und Nacht, Media Prometheus. Alter Schwede. Beeilt. Ja, Freunde, das war jetzt der Tazio Mortis featuring Blind Guardian mit Finsterwacht aus ihrem kommenden Album Finsterwacht. Und mein Gott, also ich glaube, also von der Produktion her, von der Aufwendigkeit dieses Videos her, Wahnsinn. Ja, also wir haben hier kein schlichtes, wie sagt Adrian immer so schön, Performance-Video. Also man hat sich hier wirklich unfassbar viel Mühe gegeben, angefangen von der Kleidung, von der Rüstung. Was ich hier ganz, ganz, das ist für mich als Fantasy-Fan mittlerweile eher so Augenkrebs, dass vieles, ja, man erinnert sich an den Hobbit, vieles einfach nur noch animiert wird. Und ich finde, animierte Sachen sehen grundsätzlich einfach immer irgendwo ein bisschen kacke aus. Ja, du siehst halt einfach, dass alles künstlich ist, dass einfach, dass da kein Kostüm hinter ist. Ich erinnere nur an Herr der Ringe 1 bis 3, ja, die Filme, wo die Uruk-Hais, wo die Orks wirklich noch in Kostüm gesteckt waren, wie geil das aussieht und dass man das hier genau dasselbe macht. Fände ich mega geil. Na klar, siehst du bei dem einen oder anderen, dass es halt immer nur eine Maske ist, die drüber gezogen ist. Aber das sieht tausendmal authentischer aus als irgend so eine CGI-Massaker-Hingeklatsche. Finde ich absolut großartig. Damit haben die mich wirklich in den ersten paar Minuten schon direkt abgeholt. Die Kampfszenen, das muss ja auch alles choreografiert werden, die Kameraeinstellung. Und dann kommt dieser Song. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gänsehautmomente ich in diesen 11 Minuten gerade hatte. Keine Ahnung. Also angefangen würde ich von dem Anfang an dieser extrem, dieses epische Intro. Dann kommt diese Erzählstimme, die auch mega, mega geil war. Dann fängt das Ganze ganz entspannt an. Dann setzt Hansi ein mit deutschem Gesang. Und auch das beherrscht Hansi einfach mal mega gut. Generell die Kombination Alea, Hansi passt hier wirklich richtig, richtig geil. Und dann hast du ja diese Szene, die Schlacht. Nach und nach sterben so ein paar Bandmitglieder. Oder von der Gruppe eher gesagt. Und dann fängst du an. Dann sehen sie halt, ey, okay, die Orks haben scheinbar irgendwie das überrannt oder sie müssen da irgendwie durch. Und dann kommt hier dieses, ja, dieser Motivationsgesang. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das besser ausdrücken kann. Wo dann dieser ganze Chor, die ganze Gruppe so einsetzt und, meine Herren, ich bin so wunschlos glücklich. Also krass, ich finde den Song richtig, richtig geil. Also ich bin begeistert. Das Video, es sieht einfach geil aus. Ja, ich meine, die letzten Videos von Cetacea Mortis, da auch, wo Tessa dabei ist, jetzt fällt mir der Song gerade nicht ein. Auch mega, mega geil, ja. Ich meine, klar, die leben alle in ihrer Fantasy-Welt. Ich glaube, die machen die auch LARP oder so, ich weiß es nicht. Aber es sieht halt sehr, sehr geil aus. Es gibt Fantasy-Filme, die 90 Minuten, 2 Stunden gehen, die nicht mal ansatzweise an diese 10 Minuten hier rankommen, ne? Richtig geil. Ich hoffe, da kommt noch das ein oder andere Video. Eigentlich müssten sie das komplette Album Finsterwacht am besten verfilmen und dann halt ihren eigenen Soundtrack über den ganzen Film komplett verteilen, so, ne? So wie Tenacious D das damals mit Pick of Destiny auch gemacht hat. Ein Film, der ganze Soundtrack, den haben sie selber erstellt. Also ich finde den Song mega, mega geil. Das Video, absolute Spitzenklasse. Stehe ich drauf. Ich als Fantasy-Fan, Nerd, bin mega abgeholt. Meine Wünsche wurden alle erfüllt. Mehr als das, ich bin zwar auch nicht mit großen Erwartungen reingegangen, aber es wurde einfach, ich bin wunschlos glücklich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich freue mich auf das Album auf jeden Fall. Eure Meinung zum Video in die Kommentare. Wie findet ihr Blind Guardian Featuring? Findet ihr Hansi gut? Sagt ihr euch, oh, Deutsch geht gar nicht? Würde mich alles interessieren. Haut es in die Kommentare. Links zu Tazio Mortis, Blind Guardian und dem Video. Alles in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.